Jetzt machen wir mal auf. Gibt es noch was Neues zu sehen, was auch zur Chrysanthema gehört? Das hier ist unser Palmenkeller. Und in diesem Jahr haben wir hier etwas ganz Besonderes. Ein Drache. Jeder, der Asien schon mal was mit zu tun hatte oder gesehen hat, weiß, dass Asien sind dort überall dabei, auch bei den Japanern, nicht nur bei den Chinesen. Auch in Japan gehört der Drache zur Mythologie. Es gibt gute, es gibt böse Drachen. Selbstverständlich ist unserer ein guter. Was Sie hier sehen, vielleicht erkennt man es noch nicht ganz, das ist ein Teil einer Skulptur, die auch ganz aus Chrysanthemen ist. Wie macht man sowas? Erstmal braucht sie Inspiration. Asien, Japan, Drachen in Großform, das haben wir schon öfter gesehen, in Asien, in Bildern, in Erzählungen, aus Chrysanthemen noch nicht. Das machen wir hier in Lahr zum ersten Mal. Erstmal muss man eine Zeichnung machen und dann muss eine Figur her. Was sich hier drunter verbirgt oder auch aus den Teilen, die nachher mit Chrysanthemen bepflanzt sind, ist eine Konstruktion aus Stahl, Baustahl und Draht. Und dieser Kopf haben wir jetzt zunächst gerade vor ein paar Wochen kaschiert mit Papier, das heißt beklebt. Das Ganze darf ja nicht zu schwer werden. Das heißt, das Innen ist komplett hohl und die Drahtfigur ist mit einem dünnen Floristenpapier beklebt, wird imprägniert und dann kommen noch die Graffiti-Künstler, die dann dem Drachen sein Aussehen, seine Farbigkeit und letztlich seine Freundlichkeit auch verleihen. Das hat ja auch bei uns eine Tradition in Deutschland. Jeder, der schon mal beim Rheinischen Karneval war, kennt diese großen Fastnachtswagen. Diese Technik, die dort angewandt wird, die wenden wir hier genauso an. Übrigens sind auch die Blumenwagen, die in der Stadt sind, sind auch nach dieser Technik gebaut. Mit dem Unterschied, dass dann hier auf diese Papiergrundfigur dann die Chrysanthemen aufgeklebt werden. Bei uns ist es so, dass der Kopf nicht beklebt wird, sondern nur farbig gestaltet wird. Aber der ganze Rumpf und Körper dieses großen Drachen, der ist aus lebenden Chrysanthemen. Also nicht nur Blüten, sondern lebende Chrysanthemen hergestellt. Das Ganze muss jetzt noch mit Tieflader vor Ort gebracht werden. Der ganze Kopf wird nachher gedreht, so dass diese Ohren oder wie man sehen möchte, die Hörner des Drachen viel weiter oben sind und der Kopf eigentlich waagrecht auf den Zuschauer schaut. Das gibt noch eine ganz große Herausforderung für uns. Wir machen das in dieser Dimension zum allerersten Mal, aber das ist ja gerade das Schöne an der Chrysanthema. Immer wieder Neues für die Besucher zu konstruieren und zu zeigen. Und für uns, ja, manchmal hat man Sorgenfalten auf der Stirn ein bisschen. Wie bekommt man die Idee umgesetzt? Aber letztlich ist auch eine gewisse Freude an der Herausforderung.